Der Untersuchungsausschuss zum Skandalkauf der Bayern LB in Kärnten geht in die entscheidende Phase. Dr. Siegfried Naser, ehemaliger Sparkassenpräsident und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bayern LB, sollte dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. 3 Wochen vor der Vernehmung beklagte sich Naser bitterlich, dass er nur 1,5 Stunden Zeit eingeräumt bekomme, um seine Positionen darzulegen. Daraufhin hat man ihm 2 Stunden mehr gegeben und den nächsten Zeugen, Professor Faltlhauser, den früheren bayerischen Finanzminister, nach hinten geschoben. 2 Wochen vor der Vernehmung erreichte uns dann ein Schreiben, in dem Dr. Naser anfragte, ob er Übernachtungskosten geltend machen könne, da er in Sommerach 30 Kilometer vom nächsten Bahnhalt entfernt wohne und daher nicht garantieren könne, pünktlich zur Sitzung zu kommen. 179 Euro wollte er für die Übernachtung haben. Eine Woche später schrieb Naser dann dem Vorsitzenden, Kollegen Kreuzer, er wolle nun vielleicht doch nicht aussagen, weil der Abgeordnete Pohl ihn in seiner Heimatgemeinde Sommerach öffentlich in der Kneipe diskreditiert habe. Ich habe angeblich behauptet, es sei ein Skandal, dass Naser Fahrtkosten geltend macht, wo 3,7 Milliarden Euro Steuergeld durch seine Mitwirkung verloren sind und er ein Jahresgehalt von 600.000 Euro kassiert. Ich habe diese Äußerung, auch wenn ich Besseres zu tun habe, als mich nach Feierabend mit dem Herrn Dr. Naser auseinanderzusetzen, gar nicht bestritten. Denn ich stehe zu dieser Äußerung, die ich nie getan habe. Es ist ein Skandal, dass ein Dr. Naser meint, keine anderen Probleme zu haben, als seine Fahrtkosten von 179 Euro Übernachtung zu sichern. Es ist ein Skandal, dass Dr. Naser seine persönlichen finanziellen Belange vor denen des Steuerzahlers platziert. So, und das machen wir jetzt nochmal. Untersuchungsausschuss zur Bayern LB Halbzeitbilanz. Was haben wir in den letzten Monaten gehört? Wir hatten Vorstände, die bei der Staatsanwaltschaft und der Presse ausgesagt haben, aber den Untersuchungsausschuss mit Nichtachtung straften. Kein besonders kluges Verhalten, aber hinnehmbar, denn die Aussagen, die sie bei der Staatsanwaltschaft gemacht haben, befinden sich ja bei den Akten. Wir haben aber auch andere interessante Zeugen gehört, die Licht in das Dunkel um den katastrophalen Kauf der Hypogroup Alpe Adria durch die Bayern LB gebracht haben. Warum hat der Freistaat Bayern, warum hat die Bayern LB eine Bank gekauft, die ihr Geschäftsgebiet in Ex-Jugoslawien hatte, wo vor 20 Jahren noch ein Bürgerkrieg tobte? Diese Frage ist noch nicht restlos aufgeklärt. Klar ist aber, dass sich die Verantwortlichen beim Kauf der Bank dilettantisch angestellt haben. Es ist normal und eine grundlegende Pflicht, eine sogenannte Due Diligence-Prüfung zur Vorbereitung eines Kaufs durchzuführen, um sich ein klares Bild darüber zu machen, was kaufe ich und welche Risiken gehe ich ein. Der Verwaltungsrat, also die Politiker, haben ohne eine vernünftige Due Diligence eine Entscheidung über den Kauf getroffen. Und das haben uns die Zeugen ganz klar belegt. Als der Verwaltungsrat seine Zustimmung zum Kauf dieser Bank gegeben hat, lagen noch keinerlei belastbare Aussagen über die Bank vor. Wenn man aber im Blindflug eine Bank kauft, also die Katze im Sack erwirbt, dann muss man wenigstens im Vertrag ausreichend Vorsorge treffen. Dann muss man sich Garantien geben lassen, Gewährleistungsrechte vorbehalten und ausgiebige Regelungen über die Geschäftsgrundlage treffen. All dies hat man versäumt. Im Gegenteil,
Man hat einen kompletten Gewährleistungsausschluss akzeptiert. Kein Wunder, dass eine noch nicht bekannte Person neben dem Gewährleistungsausschluss mit Hand das Wort unglaublich geschrieben hat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nach der Sommerpause werden wir die politisch Verantwortlichen hören. Mal sehen, wie uns Stoiber, Faltenhauser, Huber, Schmid und Co. den Kauf dieser Bank und ihr Handeln erklären.